Hallo meine Freunde, herzlich willkommen mal wieder endlich bei einer neuen Aufnahme. Ist ewig her. Ihr seht schon, heute geht's um Habitat, ist im Early Access und ich hatte gestern euch darüber schon mal was auf CrimeGames.de geschrieben oder vorgestern, je nachdem. Und ja, ich fand es da ziemlich geil aus, ziemlich witzig. Es geht darum, dass wir einen Lebensraum aus all diesem Schrott da hier rumtreibt bilden müssen. Ich habe selber noch gar nicht weiter reingeguckt, aber ich will nochmal darauf aufmerksam machen, es ist Early Access. Das heißt, das ganze Spiel ist noch immer in Entwicklung, es ist immer noch nicht fertig. Und ja, also falls jetzt irgendwas nicht klappt, liegt es natürlich entweder an mir, weil ich dann verkacke, oder natürlich, weil das Spiel einfach noch ein paar Fehler haben kann. Ja, How to Play, überspringe ich einfach mal, machen wir Start Game. So, welcome to Habitat. Was habe ich denn hier? Left click, select, right click, cancel, move Kamera, rotate, okay. Wir haben nur eine kurze Zeit, bis die Nanomaschinen die Erde übernehmen. Okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Lebensräume schaffen und das mit dem ganzen Kram, den wir hier im Orbit finden. Und dabei müssen wir die Müllfelder erkunden, müssen automatische Verteidigungstürme zerstören und Nanomachines have sent Hunter. Okay, es wurden nur noch Jäger rausgeschickt in die orbitalen Wolken. Achso, nee, Hunter Clouds, also sind mehrere Jäger. Gut, zu wissen. Adds on pieces to your habitat to generate resources, okay. Können also irgendwelche Items an bestimmte Punkte an unserem Schiff anbringen. Note. Okay, Z und C, weil bei mir bestimmt Y und C. Orbit is filled. Use the build connection buttons to reinforce connection. Okay. Können Teile auch wieder absplitten und weghauen. Ich muss auf Omni-Ressourcen achten, okay. Und dann. Ach, dann müssen wir auch noch selber fliegen, okay, mit. Highlighted. Booster Rockets, okay. Ich bin noch gespannt. Ach, das sind Nanomaschinen-Hunter. Wir müssen mit Waffensystemen auf die schießen. Da bin ich ja gespannt. Settings, ja okay, die gucke ich mir nachher an. Join the 509th Habitat. Habitat Command, this is IPC Carthage, on station and ready to start building. Okay. Militarized T-Rex Head hat einen Flammenwerfer. Kann ich nach hinten machen? So, warte, rotate. Ach, da. Okay, ich muss wirklich Z nehmen. Das muss ich bei mir nochmal in den Settings umändern. Aber den kann ich mir. Cool. Daran basteln. So, was haben wir denn hier? Omni-Thruster. Okay, das sieht nochmal nach einem Thruster, war ja Beschleunigung und so weiter. Hier die Raketen. Ist ja cool. Na, ein bisschen mehr Boost kann nicht schaden, oder? Das ist mal ein bisschen. Okay. Cool. Was haben wir denn hier hinten? Approved living not rated for. Okay, die haben erstmal keine weiteren Bedeutungen. Aber ich kann ihn anbauen. Achso, der hat noch mehr zum Ankoppeln. Ah. Okay, ich könnte den jetzt hier an den Omni-Thrust dranhauen.
Das mache ich auch mal. Voll geil. So, dann... Laserbeam. Auf jeden Fall brauchen wir Laserwaffen. Ich bin immer für Laserwaffen zu haben. Können wir die vorne und dann bitte... So, dass das Ding auch nach vorne schießt, ne? Das sieht voll kacke aus. Subway Card. Ach, tatsächlich ein U-Bahn-Waggon. Systems muss. Ach, meistens sind die Systeme intakt. Ich weiß gar nicht wofür. Vielleicht auch als einfach Lebensgrundraum. So, können wir schon fliegen? Nein. Gut. Ich glaube, langsam müssen wir trotzdem losfliegen. Robotarm. Was macht der Roboterarm eigentlich? To early robotics version. Robot. Can swivel any payload. Okay, der kann, glaube ich, irgendwelche Ladungen tragen. So, kommt man da ran. Oh, ein Panzer. Ach ne, boah, was? Aber der kann trotzdem schießen. Dann werden wir auf jeden Fall definitiv den Panzer mitnehmen. Guck mal, dass wir den nach hinten haben. Warte, so. Einfach, weil das mir irgendwie besser erscheint, wenn wir nach hinten auch schießen können, obwohl ich hätte vielleicht gerade machen sollen. So eine Booster Rocket können wir auch gebrauchen. Da. Okay, create new engineers on this habitat. Ach, da haben wir Ressourcenpunkte ausgegeben. Jetzt muss ich erstmal selber ein bisschen gucken. Das da unten sind die Ressourcenpunkte. Ah. Back to habitat. Stop your habitat from moving. Okay. Ich nehme mal hier noch einen Omnifruster mit. Was? Ist das doof? Habt ihr wohl nicht mehr alle. So, stand ja gerade Leertaste drücken, damit er aufhört sich zu bewegen. Fuck, wie kriegen wir den denn wieder? Ich würde gerne losfliegen. Ich sollte... Engineers... So, nochmal. Nee, Moment, können wir das abbrechen? So, gucken wir erstmal weiter. Okay. Okay, jeder Schuss kostet mich also auch noch. Tether Launcher. Okay, mit einer Harpune. Harpune klingt auch gut. Aber ich würde auch langsam, ehrlich gesagt, gerne mal losfliegen. Click to toggle flamethrower. Ja, 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 mach mal noch. So, da stand doch mit den Pfeiltasten, könnte ich fliegen, aber leider. Naja, geht vielleicht noch nicht. So, mittlere Maustaste gedrückt halten, kann man auch noch mal ein bisschen bewegen.
noch eine Booster-Rakete. So, ich möchte da schon eine Rakete dran haben. Ach, kann man nicht... Click to toggle thruster controls. Ach so. Okay. So kann man sich auch fortbewegen. Fuck, Alter, jetzt... Hör auf damit. Mist. Das war schlecht geplant, okay. Repairing damaged node. Gut, okay, ich kann mir mehrere anbauen. Okay, das kriegt er da nicht durchgezogen, aber das kann hier durchfliegen, ja. Hm. Ach. Ups. Ich glaube, ich habe gerade einen von meinen Engineers gekillt. Fuck. Okay, Station Core. Das hier ist eine ganze Station. Kann ich mit der irgendwas machen? Verdammt. Ein Riesenrad? Provides amusement by rotating. Ja, okay. Okay, wenn ich das hier kaputt mache, könnte ich die Einzelteile zum Beispiel nutzen. Aber ich glaube, ich habe gerade irgendwie mein ganzes Raumschiff verkackt. Indem ich... Moment, destroy connectors. So, jetzt. Fuck. Ach, jetzt habe ich zwei oder was? Auf die Art und Weise kann man natürlich mehrere machen. Auch eine interessante Idee. Was ist dieses Geräusch? Ach so. So, das heißt, ich muss jetzt mal so überlegen. So, wenn das jetzt hier Habitat 1 ist und das 2. Ach, jetzt muss ich die neu verbinden. Jetzt habe ich wieder eins. Geil. Verzeihung. So. Dann würde ich... Ach so, nee, halt. Würde ich gerne mal... Wie kann ich denn jetzt... irgendwas wieder greifen. So. Ups. Was zum... Was machen die Leute denn da immer? Das ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen. Heh.
So, mal ein bisschen. Das machen wir mal aus. Den machen wir mal an. Können wir das in Stücke schneiden? So. Könntest du diesmal wenigstens am Leben bleiben? ...300 Ressourcenpunkte für 9. Okay. Sehr schön, sehr schön. Station Core, ich würde mir schon gern... ...den mitnehmen. Hochexplosiv, wenn er zerstört wird. Na gut, dann lieber vielleicht nicht. Das sieht jetzt ein bisschen bunt aus. So, Omnithruster. Können wir den jetzt hier irgendwo festmachen? Ach, der Panzer gehört gar nicht zu mir. Nee, zu gefährlich. Was haben wir denn noch hier? Laser Prism. Articulated Focusing Unit. Ach, da können wir raufschießen und dann wird ein Laser da gestreut. Auch interessant. Bin ich ja glatt dafür, dass wir mal dahin... Nein. Dahin donnern. Thrusters sind nicht gerade die schnellsten, aber scheinen mir immer noch am effektivsten. Bisher. Die Musik ist auch nicht übel. Ist ein bisschen beruhigend, entspannt. Auf in neue Welten. Fuck. 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 Oh, Glück gehabt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt an. Halt an, halt an. Das Ding will ich mitnehmen. Das sieht nach einem guten Rocket Launcher aus. Den ich hier vorne mal ranmache. Damit wir das mit dem Arm gut mitschwenken können. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Excelsior's Fleet, finest chips of the line, pools, shuffleboard and emergency thruster. Okay, da sind noch mehr Schiffe. Ich zoome mal ein bisschen raus. Okay, wir haben hier noch ein cruise ship. Ferris wheel. Hier liegt eine ganze Menge Kram rum. Ressourcenpunkte steigen auch gut. Guck mal kurz, die Engineers Eliminate Predators. Haben wir bisher noch nicht gefunden, welche. So, mal ein Testschuss. Oh. Okay. Sieht gut aus. So, was könnten wir noch anbauen? Was gibt's denn hier noch so? Ein Bus? Das sieht so krank aus hier hinten. Wo man das alles neu anordnen könnte, was es schon wieder ziemlich cool macht. Vor allem mit Big Booster Rocket hier. So, ich will mal so ein Riesenrad da hinten haben. Ich würde sagen, wir zünden mal hier die Nachbrenner.
Ja, die Richtung ist gut. Ach schön, mit Zweien geht es natürlich noch besser. Subway Card, nein. Omnithruster, noch einer, wäre auch nicht übel. So. Können wir damit ein bisschen gegenlenken? Ist eigentlich auch egal. Oh. Geil. Ich find's irgendwie lustig. Was haben wir da hinten? Oh, ein Elektromagnet. Verbraucht 50 Omni alle 2 Sekunden. Würde uns aber den ganzen Kram wahrscheinlich ranziehen. Könnte man so eine riesige Station hier machen, wenn man das hier mit dem Container zusammenbastelt. Ich meine, es... Command, we've got a nanomachine cloud hunting us. Was? Nanomaschinenwolke. Ach, da hinten. Okay, dann werden wir uns mal... Ja, drehen ist leichter gesagt als getan. Na, doch, doch, das geht, das geht. Na, kommen die näher? Wow, die schießen auf uns. Die treffen es sogar. Okay. Den mal bitte da anbauen. Dann... Huch! Ist der jetzt geflüchtet, oder? War das ein Unfall? Der Bus hat auch Thruster drauf, das wusste ich gar nicht. Tja. Was mache ich jetzt mit dem da? Auf jeden Fall bräuchte ich dann mehr Waffen. Wenn ich irgendwie nochmal neu starte, muss ich die auch also besser anordnen. Wow, fuck, da kommt ein Schuss. Voll getroffen. Okay. Richtig. Die Penner schießen also weiter auf uns. Aber die drehen uns auch. Oh fuck. Das ist schlecht. Na komm. Fuck. Die sind ja hart. Ich glaube, dass... Ich glaube, die haben uns gerade unser Habitat kaputt geschossen. Na, vielleicht auch noch nicht. Aber warum kann ich keine verdammten Verbindungen mehr bauen? Na, komm jetzt. Repairing damaged node. Ich
habe eigentlich nur noch einen einzigen. Oder? Nee. Oder ist der schon wieder verbuggt? Och Manno. Okay. Ist also noch nicht alles verloren. So. Fuck, komm. Okay. Scheint nicht mehr zu klappen. Click blue world points between them. Tja, aber irgendwie wollen die zwei Habitate nicht mehr zusammenpassen. Was es entsprechend schwierig macht. Scheiße. Muss das vielleicht aus sein dafür? Nee. Scheiße. Och Mann, oh, ich will doch bloß die Habitate wieder zusammenbringen. Ach du Kacke, sieht der kaputt aus, ey. Na gut. Schade. Ja, Leute. Dann beende ich das Ganze mal früher als geplant. Haben wir eine ordentliche Breitseite bekommen. Unser Hauptschiff ist einfach weggeflogen. Und am Ende haben wir drei einzelne Habitate, die ich irgendwie nicht mehr zusammengefügt bekomme. Das ist wahrscheinlich Early Access halt, ne? Ich werde jetzt einfach mal trotzdem gemütlich gleich nochmal eine Runde spielen und gucken, ob ich das besser hinbekomme. Ist bisher sehr interessant. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, befindet sich im Early Access, ist also noch Work in Progress, also noch in Entwicklung. Kostet 14,99 auf Steam im Doppelpack, also zwei Keys, 19,99. Macht aber bisher Spaß. Ich guck mal, wie es weitergeht damit. Und vielleicht sehen wir uns hier nochmal bei Habitat. Ansonsten schaffe ich es auch vielleicht in Zukunft öfter mal wieder Videos aufzunehmen. Das verspreche ich zwar jedes Mal, aber naja, wie es so ist, ne? Bis dann, Leute. Ciao.